Hallo zusammen. Ich befinde mich jetzt an der Stabkirche und würde euch die gerne zeigen. Das Ganze gehört hier zum Fest Telemark Museum. Ich bin jetzt hier in der Name, fällt mir gleich wieder ein. Eidsborg. Eidsborg heißt der Name, wo diese Stabkirche steht. Es gibt noch eine wesentlich größere. Ob das noch auf meinem Weg zu sehen sein wird oder nicht, weiß ich selber nicht. Aber da kommt es ja auch nicht drauf an. Es geht einfach darum, wie schön diese Stabkirchen sind und wie alt die vor allen Dingen sind. Diese Stabkirche in Eidsborg wurde zwischen 1250 und 1280 erbaut. Ich hoffe, ihr könnt das mit dem Licht überhaupt erkennen. Das blendet hier von allen Seiten. Ich gehe mal eben auf die andere Hälfte, dann erkennt man es vielleicht besser. So, ich bin jetzt mal auf die andere Seite gegangen. Ich glaube, jetzt erkennt man das Ganze besser. Also, alte Stabkirche, 12. Jahrhundert. Und wenn man da so dran vorbeigeht, es riecht teilweise sehr verbrannt, weil das Holz ja die Oberfläche so angesenkt ist. Und extrem nach Weihrauch. Das muss ich auch mal sagen. Ich finde es halt sehr interessant, wenn man näher kommt, wie das so von der Struktur aufgebaut ist, dieses angesenkte Holz hier. Und wie gesagt, hier riecht alles nach Weihrauch, selbst das Holz draußen. Ich habe gerade mal die Nase dran gehalten, so bescheuert wie das klingt. Und man erkennt auch hier an den Dachflächen, dass das... Ja, das Übliche gerade, der Akku war mal wieder leer. Also ich denke mal, diese drei Akkus, die ich für die Kamera habe, sind mittlerweile doch arg eingeschränkt, was ihre Leistung angeht. Hier habt ihr nochmal so einen schönen Blick jetzt über den Friedhof, weil an der Stabkirche gibt es nicht wirklich viel mehr zu sehen. Da unten ist noch so ein Bereich, wo man sich einmieten kann. Besonders für Familien geeignet steht da vorne, soweit ich das deuten kann, ne? Family friendly, irgendwie sowas. Und in dem Bereich sind dann nochmal die passenden historischen Häuschen. Da gehe ich jetzt nochmal rüber. Hier ist auch nochmal eine schöne Erklärung von diesem doch kleineren Bereich mit dem Museum, die Wanderwege, Freiluftmuseum von der Stabkirche. Wenn ich mir überlege, wie klein dieser Bereich ist und wie pompös dieses Museum da vorne aussieht. Da wollen die schon immer ganz schön was mit reißen hier. Aber schöner ist halt so eine Massivholzhütte, darf man ja schon gar nicht mehr sagen, Holzhaus. Sehr schön. So, jetzt bin ich ja diesen Weg runter zu dem Freilichtmuseum. Da haut der Norweger ganz schön auf die Kacke. Wenn ich überlege, was zum Beispiel in Detmold im Freilichtmuseum an Ausstellungsstücken ist, wenn man so Stücke sagen darf bei Häusern, da ist das hier ja eher traurig. Aber es ist auf seine Art und Weise sehr schön hier. Auch wenn man jetzt im Grunde schon alles gesehen hat, was so dazugehört, wenn man sich einmal hier so im Kreis dreht. Ja, weil mehr gibt es nicht. Die Objekte sind toll, gar keine Frage. Aber dass man das gleich Museum nennen muss, da erwartet man so schon ein bisschen mehr. Ich zumindest. Wenn man dann hier so ein kleines Stück reingeht, dann sieht man sogar noch die alte Mühle, die hier so sinngemäß wieder aufgebaut wurde. Hier ein weiteres Objekt. Naja, mit Blick jetzt auf diese zwei Gebäude würde ich sagen, das war's. Bin selber ein bisschen enttäuscht, hab mehr erwartet. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es wahrscheinlich nur 5 Minuten waren. Macht's gut, euer Markus.